Britney Spears sucht Hilfe beim Top-Anwalt. Britney Spears Anwalt ist bald futsch, will sein Mandat niederlegen. Das ist natürlich schlecht, wenn gerade ein Drama vor Gericht entbrannt ist, bei dem die Sängerin gegen ihre jahrelange Entmündigung durch ihren Vater kämpft. Doch Britney gibt nicht auf und sucht Schützenhilfe bei einem Staranwalt. Krallt sie sich den Rechtsgelehrten, dem die Promis vertrauen? Dieser Superanwalt soll Britney jetzt aus der Patsche helfen. Und diesen Mann will sich Britney laut Hollywood Live krallen, Matthew Rosengart, seines Zeichens berühmter Staranwalt mit einem exzellenten Ruf. Ein Ruf, der ihm dabei geholfen hat, in die Hollywood Reporter Top-100 Liste der besten Anwälte 2021 aufzusteigen. Würde er tatsächlich Britney zur Seite stehen, so würde er damit Sam Ingham ersetzen, ihren bisherigen Pflichtverteidiger. Und dem machte der ehemalige Teenie-Star schwere Vorwürfe. Sie fühlte sich schlecht beraten und hat laut eigenen Aussagen lange Zeit nicht gewusst, dass sie die Vormundschaft überhaupt anfechten kann. Und Sam ist nicht der Einzige, der sich gerade von dem ehemaligen Teenager-Idol abwendet. Auch Britneys langjähriger Manager wirft dieser Tage die Flinte ins Korn. Damit es ab jetzt in Sachen Rechtsberatung besser läuft, hat Britney den renommierten Anwalt Matthew Rosengart ins Visier genommen. Dass sie sich von ihm vertreten lassen will, will die Webseite TMZ erfahren haben, der entsprechende Dokumente vorliegen sollen. Gute und kompetente Hilfe hat die Frau, die einst eine Dauershow in Las Vegas hatte, momentan bitter nötig. Schon seit Jahren will Britney sich freikämpfen. Denn Britney sucht offenbar schon seit Jahren, genauer 2014, nach Möglichkeiten, ihre Vormundschaft durch ihren Vater Jamie zu beenden. Sie selbst bezeichnet den Vorgang als repressives Werkzeug. Diese Kontrolle geht gemäß des Popstars so weit, dass angeblich sogar über empfängnisverhütende Maßnahmen über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Bislang scheiterte ihr Kampf vor Gericht, doch sie ist entschlossen, für ihre Freiheit weiterzukämpfen.